und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Smartest Home. In fast jedem Haus, vor allen Dingen im Neubau, wo wir uns beschäftigen, wo ihr euch damit beschäftigt, steckt eine Wärmepumpe. So, und unsere Themen sind heute die Anbindung der Wärmepumpe an KNX, an die Gebäudesteuerung. Ne, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Die erste Frage ist natürlich, wenn ihr euch überhaupt damit beschäftigt, welche Wärmepumpe ist die richtige für mich? Haben wir eine ganze Menge Beiträge dazu gemacht. Ich möchte heute nochmal darauf eingehen, weil da tut sich ja auch eine ganze Menge am Markt. Und wie lange hält so eine Wärmepumpe? Ne, die ist ja so ein bisschen wie ein Kühlschrank aufgebaut, ne, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, der Kompressor, der da drin ist. Wie lange hält überhaupt sowas? Weil da gibt es ja auch Leute, die Kritiker sagen ganz speziell, naja, nach 10, 15 Jahren kannst du das Ding wieder rausschmeißen. Meine Meinung, das ist viel zu teuer. So, und dann fangen wir noch mal ganz von vorne an. Welche Wärmepumpe ist die richtige für mich? Wenn man sich mal die Verkaufszahlen jetzt anguckt, es werden ungefähr so, ja, 70.000 Wärmepumpen in Deutschland, werden jedes Jahr in Wohnungen oder in Häusern verbaut, ganz speziell in Häusern, ganz speziell bei euch. Und da gibt es drei verschiedene Wärmepumpentypen. Da gibt es die Luft-Wasser-Wärmepumpe, da gibt es die Sohle-Wasser-Wärmepumpe und die Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Könnt ihr mal unten gucken in der Infobox. Ich verlinke euch nochmal die Beiträge, die wir eh schon veröffentlicht haben. Das ist eine ganze, ganze Menge. Ne? Haben wir auch gerade das Thema, welche ist das richtige, die richtige für mich. Ich möchte es bloß nochmal sagen. Ganz entscheidend ist ja da auch dieser COP, ne? Dieser Coefficient of Performance. Also das ist so dieser Effizienzwert und im letzten Beitrag, ihr habt bestimmt auch da gespannt zugeschaut, die Bundesregierung, die fördert ja bloß noch bestimmte Wärmepumpen. Ne? Da muss man also so einen COP-Wert von mindestens 4,5 bringen. Ne? Drunter fliegt die, kommt ja gar nicht in die Förderung rein, ne? Die fliegt einfach raus. So, und ich habe ja auch immer oft schon gesagt, die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist nicht so ganz mein Favorit, ne? Und ist die meistverkaufteste in Deutschland. Also aktuell sind die Luft-Wärmepumpen so bei 66%. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. 66% Luft-Wasser-Wärmepumpen werden verkauft. Danach kommen die Sohle-Wasser-Wärmepumpen mit 30% und die effizienteste, ne? Wie soll es anders sein, wird am wenigsten verkauft, dass die Wasser-Wasser-Wärmepumpe, so wie ich sie persönlich auch kenne, wie ich sie jeden ans Herz legen würde, die hat einen Marktanteil von 4%. Ne? 66%, 30%, 4%. Hm. Ja, also dann, so sieht der Markt aus. Und ich möchte euch jetzt nochmal einblenden, wie wird dieser Coefficient of Performance, wie wird der eigentlich berechnet? Ne? Da haben wir einmal, wie sich das COP überhaupt ermittelt, also das TW durch TW minus TK. Ne? TW, das ist also die Temperatur von der Fußbodenheizung, die ist immer so auf 35 Grad definiert. Das ist also diese Vorlauftemperatur, wie das Wasser zirkuliert in eurem Gebäude, ne? Mit 35 Grad. Bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe nimmt man diese 10 Grad an. Ne? Und ich blende euch mal ein, wie man dann ganz schnell, ich will jetzt keine große Mathematik jetzt aufmachen, wie man dann auf diesen COP kommt. Ne? Das ist dieser theoretische COP, weil ja diese Wärmepumpe an sich auch noch einen Wirkungsgrad hat. Ne? Die hat 55% Wirkungsgrad oder so, ne? Oder 58% Wirkungsgrad. So, und was heißt das, wenn ihr einen COP-Wert beispielsweise von 4 habt oder 4,5 bei einer Luftwasserwärmepumpe? Ne? Ich glaube, das ist immer nicht ganz so, das wird ihr in der Praxis nie erreichen. Was ist das? Das heißt, dass ihr mit einer Kilowattstunde Strom, ne, Antrieb, könnt ihr 4,5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Ne? So entsteht eigentlich diese ganze Geschichte. Das war jetzt ein kleiner Ausflug nochmal in diese Wärmepumpe. Das Beste ist die Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Ne? Die liegt irgendwo bei 6 oder bei 6,9 mittlerweile. Die Top-Geräte. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, da gibt es ja aus Liechtenstein die Firma Howal, die macht ganz, ganz tolle Wärmepumpen und die sind auch im Luftwasserbereich sehr gut. Ich möchte es bloß nochmal sagen, die Luftwasserwärmepumpe hat einen ganz großen Nachteil, weil ihr müsst ja immer, wie der Name schon sagt, da wird der Außenluft Wärme entzogen. So, und umso niedriger die Außentemperatur ist, umso schlechter ist natürlich auch
der Wirkungsgrad ist auch dieser COP-Wert. Da müsst ihr mal gucken. Ne? Bezieht sich das jetzt auf 10 Grad Außentemperatur? Geben nämlich viele mal an. Der COP-Wert ist dann 4,5 bei 10 Grad Außentemperatur. Ne? Oder bei 0 Grad oder bei minus 7 Grad. Ich will nicht bei minus 20 Grad Außentemperatur sehen. Ne? So, und da geht es natürlich völlig abwärts dann bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ne? Ist ja ganz klar, umso kälter die Außenluft, umso schlechter ist der Wirkungsgrad. Und gerade im Winter, ich will ja heizen, wenn es draußen kalt ist. Ne? Ihr habt jetzt 0 Grad oder ihr habt auch mal minus 5 Grad, ne? Wenn ihr in Süddeutschland wohnt. Da haben wir es auch mal minus 10, minus 12 Grad, ne? Dieser Winter vielleicht nicht. Und da ist natürlich dann so, dass der COP auf 2 runtersinkt. So, und deshalb hat auch die Bundesregierung, die BAFA, ich sage jetzt mal Bundesregierung dazu, die haben gesagt, wir veröffentlichen eine Liste von den Wärmepumpen, die wir überhaupt noch fördern. Ne? Ich sage immer wieder, der letzte Beitrag, was wird gefördert? Da gibt es ja diesen BAFA-Zuschuss oder diese steuerliche Erleichterung, diese beiden Möglichkeiten habt ihr, könnt ihr nochmal reinschauen. Und da ist auch gefordert, dass die Wärmepumpe einen COP-Wert von mindestens 4,5 hat. Ne? Bevor ich jetzt zu dem Thema KNX-Anbindung komme, möchte ich nochmal sagen, wie lange hält so eine Wärmepumpe, weil ja immer auch von euch da gefragt wird, ihr seid euch da unsicher im Vergleich zu einer Gastherme oder zu irgendeiner alten Ölheizung, die wahrscheinlich 40 Jahre gegangen ist. Ich selbst bin kein großer Freund vom Verbrennen. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich mag auch keinen Kamin. Ich würde immer auf eine Wärmepumpe setzen, wo es geht. Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist klar. Und das Entscheidende ist ja die Betriebsstunden des Kompressors, des Verdichters, den wir da drin haben. Und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Daten angeschaut. Also die aktuellen Wärmepumpen halten so zwischen 30 und 35 Stunden. Und da könnt ihr euch mal so ein bisschen ausrechnen, wie lange läuft so eine Anlage bei euch jetzt im Jahr. Ne? Wenn das 1000 Stunden sind, geht so eine Anlage, laut den Angaben des Herstellers, geht sie 30 Jahre. Ne? Wenn es eben 700 Stunden sind, dann seid ihr schon bei 50 Jahren. Ne? Das könnte man einfach so ausrechnen. Und entscheidend ist, dass diese Pumpe weniger Starts hat und länger durchläuft. Und die aktuellen Pumpen sind ja alle mit einer Leistungsregelung, einem sogenannten Inverter ausgestattet. Dadurch halten die auch länger. Ne? Und die früheren Wärmepumpen, wie ich sie auch noch kenne, die haben halt viele so Kaltstarts gehabt. Ne? Die sind einfach nur ausgegangen. Und das ist natürlich nicht sehr gut für den Verdichter. Ich habe mir jetzt aber mal diesen Copeland Emerson-Verdichter rausgesucht. Der ist also in vielen Weiland zum Beispiel oder Buderus, wo überall in diesen Wärmepumpen steckt dieser Verdichter drin. Und der Hersteller Copeland Emerson gibt an, zwischen 100 und 150.000 Starts kann so eine Wärmepumpe, kann dieser Verdichter halten. Ne? Und ich denke mir, das ist jetzt auch nicht so wenig. Also da kommen wir auch wieder so auf die 30 bis 50 Jahre, wenn man das mal umrechnet. Ihr könnt euch selber nochmal rechnen. Also das ist das Thema Haltbarkeit. Meine Meinung ist, wenn man mit so einer Wärmepumpe vernünftig umgeht, hält die auch. Ne? Sie hält. Also ich würde die 50 Jahre, also zwischen 30 und 50 Jahren. Und dann gibt es ja auch noch den Punkt, man kann ja diesen Verdichter austauschen. Ne? Das ist ja, der kostet jetzt auch nicht die Welt. Wenn man mal sich die Preise anschaut, die Ersatzteile gibt es, lassen wir es mal 1000 Euro kosten, ne? Dann läuft das Ding wieder die nächsten 30 oder 50 Jahre. Okay, das war nochmal so zu dem Thema Haltbarkeit. Das war was zu dem Thema Coefficient of Performance, ne? diesen Effizienzfaktor. Jetzt komme ich zu dem Thema KNX-Anbindung. Ganz oft von euch gefragt, wie machen wir das? Ich sage euch, das geht sehr gut. Da gibt es auch, blende ich euch auch mal ein, da gibt es einen Umsetzer, ein Gateway von ISA, der Smart Connect heißt das Teil, der letztendlich dann an den E-Bus angebunden wird. Ne? Also die Wärmepumpe, die meisten Wärmepumpen arbeiten mit E-Bus. Das ist so eine Schnittstelle, ne? Recht langsam, aber passt. Und ISA hat jetzt eine KNX E-Bus Schnittstelle gebaut. Das heißt also, ich habe das mal ein Beispiel hier, blende euch mal das Beispiel ein. Das geht mit den Weiland-Wärmepumpen sehr gut. Da kann man dann auch die Lüftungsanlage zusätzlich noch mit steuern. Und das
bringt natürlich die Daten der Wärmepumpe auf den Bus, auf den KNX-Bus. Ja, das ist ja von einigen von euch gewünscht, funktioniert sehr gut. Nun kommt das Thema überhaupt, wozu brauche ich das? Ne? Meine persönliche Meinung, lass die Finger davon. Das kann man tun, ne, wenn man die Wärmepumpe von ferne ein- und ausschalten will, wirklich ein- und ausschalten will. Ich kenne jetzt da eigentlich gar keinen Anwendungsfall, es sei denn, es ist ein Ferienhaus. Ne? Weil die Wärmepumpe wird nicht besser, wenn sie ausgeschaltet wird. Ne? Also viel besser, die Wärmepumpe läuft im Standby-Betrieb, ist eingeschaltet. Und die macht ja sowieso bloß was, wenn sie jetzt Wärme produzieren muss. Ne? Ob das jetzt Brauchwasser ist, was auch immer sie da machen, was sie tun muss. Ich sehe den Anwendungsfall des Ausschaltens einer Wärmepumpe von der Ferne, hier vom Smartphone oder von der Gira Home Server, X1, ne, die ganzen Geschichten. Wenn ihr unsere anderen Beiträge euch mal angeschaut habt, den sehe ich nicht. Den sehe ich wirklich nicht. Und wir haben in der letzten Zeit das öfter diskutiert, ja, ich möchte doch die Wärmepumpe auch mit in meine Haussteuerung haben, ne, in meine Visualisierung haben. Ne? Gira, Vasalte, wie es alles heißt, ne? IP-PC. Aus meiner Sicht, lasst die Finger davon, weil ihr sowieso nicht die Vorlauftemperatur, die ihr nur an der Wärmepumpe einstellen könnt, die könnt ihr trotz dieser Schnittstelle, die es dann braucht, also dieser ISA, dieses Gateway, könnt ihr dies trotzdem nicht einstellen. Ihr könnt andere Dinge einstellen. Und ja, also man muss es wirklich entscheiden, ob man das braucht. Ihr könnt die Betriebsarten einstellen, dann kann man so 1, 2, 3 Räume definieren. Das kann man dann noch zuordnen. Und ihr könnt auch den Energieverbrauch in Kilowattstunden, das wird auch an Daten gesendet. Ich blende es euch mal jetzt kurz mal ein, damit ihr mal seht, was diese Schnittstelle tut. Ne, man kann die sich auf die Hutschiene mit klemmen, das kann man alles tun. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich würde die Wärmepumpe da unten lassen, wie sie ist. Und dann stellt man auch die Kurve ein, haben auch schon einen Beitrag gemacht, was man da einstellt. Das wird einmal eingestellt und dann läuft das. Ne? Und klar, ich kann jetzt mit dieser Schnittstelle auch noch die Außentemperatur, die Wärmepumpe da mit diesem Fühler im Schatten in 2,50 Meter Höhe, ne, wie das bei euch bei jedem Haus installiert ist, klar kann ich das mit auslesen, aber das wäre es mir nicht wert. Also mir persönlich wäre es das nicht wert. Ne? Ein anderes Thema ist die Einzelraumregelung, die ihr ja natürlich mit KNX, mit der Bussteuerung in eurem Haus umsetzt. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Ob der Regler jetzt da im Taster drin ist oder im Aktor drin ist, immer mehr ist im Aktor drin, das wissen wir ja alle. Ne? Aus den Displays fliegen ja auch die Anzeigen immer mehr raus. Alles okay. Ne? Aber ich würde auf keinen Fall auf die Einzelraumregelung verzichten. Und das sage ich euch deshalb, weil es gibt ja einige, ne, der Heizungsbauer sagt ja, das brauchst du eh gar nicht, ne, weil ihr habt ja eh isolierte Gebäudehülle und dann habt ihr eine Lüftungsanlage und durch die Lüftungsanlage würde es dann, durch Mischung würde es dann in allen Räumen für die gleiche Temperatur sorgen. Ist totaler Quatsch. Kann ich nur bloß sagen, ist totaler Quatsch. Ne? So, das war jetzt das Thema KNX-Anbindung der Wärmepumpe. Es gibt verschiedene Hersteller, die das anbieten. Sehr gut gelöst ist es bei Weiland. Ne? Man muss natürlich dann eine ganze Menge, man muss diesen Wärmepumpenmanager, glaube ich, heißt er, den muss man kaufen, dann muss man diese ISA-Schnittstelle haben und dann muss man auch dieses E-Bus-Modul haben. Also das kostet ein bisschen was und dann hat man die Daten auf dem Bus und dann kann man sich überlegen, was man mit den Daten macht, ob man die irgendwie grafisch darstellt. Ne? Grafisch darstellen ist auch wieder ein heißes Thema. Das kann ja nicht jeder Home-Server in Anführungszeichen. Ne? Also der eigentliche Home-Server, der Ur-Home-Server kann es, ne? Der Gira Home-Server kann es. Ich hoffe, der X1, der kann es in Kürze auch. Ja, und bei Basalte geht es noch nicht. Ne? Da haben wir jetzt auch drauf gewartet. So, meine Damen und Herren, das war ein Beitrag zur Anbindung der Wärmepumpe an KNX. Die Effizienzklassen der verschiedenen Wärmepumpentypen
bisschen so auch meine Meinung. Ne? Ich mag nicht, dass irgendwas verbrannt wird. Ich bin ein ganz großer Freund von dem elektrischen Haus. Ne? Das ist die Zukunft. Wenn ihr euch mit dem Thema KNX näher beschäftigen wollt, dann könnt ihr vielleicht mal in unseren Kurs reinschauen. Ne? Weil es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die sagen, klasse, jetzt können wir uns selber einarbeiten. Oder du bist sogar Elektriker und oder Heizungsbauer und sagst, das Thema interessiert mich, dann schau dir mal unseren Kurs an. Also ich lege es jedem ans Herz, macht wirklich Sinn. Man kann das sich auch lange selber beschäftigen, man kann sich das eine oder andere immer mehr mal wieder ganz genau anschauen. Und da es eine Klickanleitung ist, muss man da nicht viel lesen. Also du kriegst während dieser Klickanleitung und den Gesprächen bei uns, kriegst du mit, wirklich, wie du das machen musst. So, ein langfälliger Beitrag zum Thema Wärmepumpe beim nächsten Mal. Ich habe so den Eindruck, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Home-Server. Ne? Also der Home-Server, der auf der Vernetzungsanlage, auf der KNX-Anlage in eurem Gebäude drauf sitzt. Ne? Ist ja klar, wir beschäftigen uns mit dem KNX-Smart Home. Es gibt natürlich auch andere Systeme, aber das am weitesten verbreitete System und das beste System, meiner Meinung nach, und auch so sehen es viele andere auch, ist das KNX-System. Ja, auch wenn es ein bisschen älter ist. So, jetzt haben wir viel dazu gesprochen. Ich freue mich auf Kommentare. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn das Ganze euch gefallen hat. Falls uns jemand noch nicht abonniert hat in dem Bereich KNX Smart Home, dann freue ich mich auch auf ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, warum reite ich immer so auf dieser Luftwärmepumpe rum? Also in einigen Regionen kann man natürlich keine andere Wärmepumpe einsetzen wie eine Luftwärmepumpe, ne? Weil man da stellt man dann draußen, stellt man das Teil auf. Die sind ja auch recht groß mittlerweile und die sind auch recht leise mittlerweile. Ich habe so das Gefühl, dass die Energiepreise immer weiter steigen. Warum auch immer, ne? Wir sind jetzt bei 30 Cent. Ihr könnt mal gucken, ist noch nicht so allzu lange her, wo wir bei 12 Cent waren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid bei 50 Cent und da sind wir einfach bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ihrem COP-Wert von, ja, manchmal unter 3. Ne? Ich sage immer 2, irgendwas, ne, wenn es im Winter kalt ist. Da verbraucht das Ding einfach viel Energie. Ne? Und die Photovoltaik in dem Moment ist wahrscheinlich auch nicht so, wenn die Sonne nicht scheint. Also da müsst ihr euch das Gesamtkonzept dieses, ist ja letztendlich auch ein Smart Home, müsst ihr euch genau überlegen, was ihr dann noch dazu bringt. Ne? Photovoltaik auf dem Dach ist klar, man kann ja das heute mit der Wärmepumpe, Luftwasserwärmepumpe gut koppeln, aber ihr braucht auch noch einen gescheiten Energiespeicher. Und ich glaube, die sind halt noch nicht ganz so vom Preislichen her, dass man sagen kann, das nimmt ihr auch noch dazu. Also das ist für mich noch ein wichtiger Nachtrag. Ich glaube, dass die Energiepreise weiter steigen und man sollte schon genau hingucken, ne? was kostet das an Energie? Ne? Also und ansonsten bin ich wieder bei Energiepreisen wie bei Gas oder bei Öl. Und das wollen wir auch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.